Moin Moin Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, ich bin Matthias, dein Personal Trainer und heute zeige ich dir eine schöne Übung für deine Hüfte. Bei der Übung geht es darum, mehr Beweglichkeit in der Hüfte zu bekommen. Gleichzeitig werden wir die Oberschenkelmuskulatur an der Außenseite und in der Innenseite bewegen. Bei der Außenseite wäre es der Schenkelbinnenspanner und in der Innenseite wäre es der Schenkelanzieher. Sportsfreund, komm mit mir mal auf den Boden, winkel mal dein rechtes Bein an, sodass du auf dem Knie bist. Und dein linkes Bein wird so ausgerichtet, dass du hier auch einen Winkel hast und dass der Fuß seitlich ausgerichtet ist. Deine Brust ist nach vorne ausgerichtet und jetzt gehst du mal seitlich nach links mit dem Körpergewicht. Jetzt spürst du schon hier in der Beininnenseite eine Dehnung. Achte dabei drauf, wenn du seitlich weggehst, dass deine Ferse auf dem Boden bleibt. Ja, diese Bewegung führst du jetzt mal ungefähr 3 bis 5 Minuten lang pro Körperhälfte durch, bis eine schöne Wärme entsteht. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dann.